Und dann 19 zu VfB Stuttgart gegen Bayern 04 Leverkusen. Topspiel, das nächste Topspiel nach Dortmund, aber man kann, glaube ich, schon so sagen, es ist das größere Topspiel. Es ist vielleicht das hochklassigste Bundesligaspiel aktuell. Die zwei Trainerstars der Liga aktuell, Sebastian Hoeneß und natürlich auch Xabi Alonso. Leverkusen reist an ohne Niederlage in der Bundesliga bisher. Wir reisen auch an mit Siegen gegen Dortmund, mit zu Null Siegen gegen Bremen, mit einer Wahnsinnssaison sowieso, mit einer Wahnsinns-Euphorie, noch ohne Unentschieden. Ne? Also ein paar Premieren können es geben. Erstes Unentschieden für uns, erste Niederlage für Leverkusen vielleicht. Wir wissen es nicht. Es ist ein offenes Ding heute, ganz ehrlich, weil es ist ein Heimspiel für uns, deswegen ist da nochmal mehr drin, als wir jetzt nach Leverkusen reisen würden, sag ich mal. Gleichermaßen auch da, um auch bei uns die Bälle flach zu halten, ist ja auch immer ganz klar und ganz wichtig. Ich glaube, keiner geht hier mit Erwartung rein, Leverkusen zu schlagen. Es ist gerade wahrscheinlich schon die beste Bundesliga-Mannschaft, die wir haben. Klar, die Bayern haben gestern auch ihre große Klatsche abbekommen. Trotzdem noch sehr stark, die Bayern ist auch ganz klar, aber Leverkusen schon die Mannschaft Nummer 1, vielleicht auch die Überraschungsmannschaft Nummer 1, wie auch immer aktuell. Man muss ja auch da sagen, auch hier nochmal die Verhältnisse sind nochmal ganz anders. Leverkusen zweit, ja, wertvollste Mannschaft der Liga. Ich glaube, die sind fast dreimal so viel wert wie unser Kader. Also auch da, wie ich schon vor Dortmund gesagt habe, klar, man kann sich dann feiern, wenn man uns schlägt als Leverkusen, wenn man uns schlägt als Dortmund, wenn man uns schlägt als Bayern, weil wir einfach aktuell so gut unterwegs sind, so stark sind, auf Platz 3 sind und auch verdient da stehen, wo wir stehen. Aber von der Grundlage her, Ausgangslage her, Kader her, Erwartungshaltung her, pipapo, die letzten Jahre, europäische Wettbewerbe, Champions League, sollte auch hier der Normalfall sein, dass uns Leverkusen schlägt, dass uns Dortmund schlägt, dass uns Bayern nächste Woche schlägt, ne, um das auch nochmal ganz klar zu machen. Und deswegen, es bleibt eigentlich heute auch gar nicht viel mehr zu sagen als ausverkauftes Haus. Auch wieder ein bisschen wärmer mal wieder. Ich glaube, so 8, 9 Grad haben wir, fast 10 Grad. Mal wieder keine Minusgrade wie in Frankfurt, wie gegen Dortmund. Gut, gegen Dortmund war es, glaube ich, 0 Grad, aber fast Minusgrade. Ist auch da mal ein bisschen angenehmer, sage ich mal, für den geneigten Stadiongänger. Und da, ja, Stimmung wird komplett wild sein, das wird auf einem Dortmund-Niveau sein, von Mittwoch gehe ich mal fest davon aus, alle machen mit, das muss man auch bei uns sagen, dass das Stadion gerade so mitmacht wie schon lange nicht mehr und eben auch in seiner Fülle mitmacht, ne, unter Türkheimer, Gegentribüne, Haupttribüne, Kurve sowieso, alle machen mit, da wird richtig Feuer drin sein heute und wir wissen ja auch, wo unsere Stärke ist, wir wissen, wie stark wir zu Hause sind, wir wissen, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen, wissen aber auch, wo wir herkommen und wissen aber auch, dass wir Leverkusen verlieren, fängt hier keiner das große Drama an. Ne? Das ist ja auch ganz klar, deswegen bleibt heute die Prämisse ganz, ganz klar, genießen. Genießen, genießen, genießen. Ich sage es oft die letzten Wochen, aber ich finde, für heute passt es perfekt, weil heute geht alles, heute ist was drin, aber genießen ist heute angesagt, weil es auch das beste Spiel Liga aktuell vermutlich, also auch das, was gerade ansteht natürlich, weil Bayern gegen Leverkusen war ja schon, deswegen ist aktuell das beste Spiel der Liga. Deswegen einfach da, wir wissen, was kommt, wir wissen, was kommen kann. Wir gehen ins Stadion, wir genießen es und wissen eben auch und genießen den Fakt, dass heute vielleicht sogar echt Punkte drin sind. Bisschen Hoffnung ist schon drin in einem Unentschieden. Irgendwie habe ich auch nicht so das Gefühl, dass du verlierst, aber gut, ist auch das Fan-Feeling, ne? Nicht das Gefühl, dass wir heute verlieren. Ein Sieg wäre aber schon echt brutal. Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt ohne jetzt wieder uns nach Europa zu träumen oder so, also klar, die Fangesänge und so, und wir dürfen uns auch dahin träumen, ne? Das will ich gar keinem absprechen, aber ich meine, aufs lange Ding gesehen, auf 34 Spieltage gesehen, wollen wir es nicht übertreiben, erstmal, aber ne, wenn wir heute gewinnen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wenn wir heute gewinnen, also Jungs, was ist denn da los? Also dann bröckelt irgendeine Simulation, dann bröckelt irgendwas, also, wenn wir heute auch noch Leverkusen schlagen, also dann weiß ich fast gar nicht, wie man damit umgehen soll, bin ich ganz ehrlich, deswegen wir gehen rein, ich habe brutal Bock, geile Stimmung, geiles Spiel, Stuttgart, Leverkusen. Schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor, auf geht's, Stuttgart, schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Oh, oh, der lebt noch, ja, oh, was, nein. VfB, VfB.
Und dann ist der Torschütze unser Spieler mit der Nummer 27. Chris Hübig! Die 27. Chris Hübig! Wir haben allein Spieler. Oh mein Gott, das ist richtig, Mann! Weil Bartmann gar nicht geblieben ist. Es ist unser Leben, gibt's uns so viele. Ole, 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 wir sind immer für uns da. Oh, Hopp in Stuttgart, es ist unser Leben, gibt's uns so viel. Hier, regiert der VfB, hier, regiert der VfB. Belohnt euch, komm, belohnt euch jetzt. Scheiß drauf weiter, genau das ist es. Lass den Tor machen schon mal, Alfred. Immerhin früh genug. Hey, auf das VfB, auf das VfB, wir wollen nicht siegen sehen. Oh, auf das VfB, auf das VfB. Hey, VfB, Fortsam und Tanzstand, alle, alle, alle. Hey, VfB, hey, VfB, Fortsam und Tanzstand, alle, alle, alle. La, 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 la. So, 15 rum. Pfeift ab. Ja, okay. Europapokal. Oh, nach einer Scheiße geht's auf die Reise. Super international. Europapokal. Oh, Europapokal. Ein Punkt gegen den Tabellenführer und damit wieder rein ins Spielfazit, wieder Chronologie, bisschen Stichpunkte vor mir. Choreo Nummer 1, wurde schon ein bisschen angekündigt vor dem Spiel, auf Twitter ein bisschen was gesehen, dann natürlich im Stadion vorbereitet, in Schwarz-Gelb natürlich für Stuttgart, war eine brutal geile Choreo, auch wieder geil aufgezogen mit Video, Countdown, Fahnen hoch, Fahnen wehen. Hier, ich will, müsste es gewesen sein, der Beat von Rammstein im Hintergrund, auch sehr geil, geht stark nach vorne. Bockstarke Choreo, richtig geil reingepusht in dieses Spiel natürlich. Was mich immer nervt, ne, spreche ich jetzt mal an und ich werde es immer ansprechen, ist mir egal, ist dieser Seitenwechsel, ne. Das machen halt so Mannschaften wie Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, die genau wissen, wenn wir ein bisschen Vorteil für uns schaffen wollen, Thema Stimmung und sowas, dann machen wir halt den Schachzug und schieben es so, dass in der zweiten Halbzeit eben nicht auf die Kanzler Kurve gespielt wird, sondern eben auf die Untertürkheimer Kurve. Habe ich total genervt so. Das kacke immer ein bisschen rein, weil haben wir auch in dem Spieler gesehen. Natürlich kann es wahrscheinlich auch irgendwo
ja, Gegenbeispiele nennen, aber vom Gefühl her, und haben auch heute gesehen, wie gesagt, ja, sind Halbzeiten auf die Kanchelskurve schon einmal deutlich besser als Halbzeiten von der Kanchelskurve weg, sag ich mal. Wir sind sofort gut reingekommen, sofort auch generell offenes Visier gewesen, war ein bisschen die Frage, ja, tasten sie sich ab, so ein bisschen respektmäßig, respektbekundungsmäßig, tasten sie sich ein bisschen ab, nee, Vollgas, Vollgas, offenes Visier. Wir waren gierig, Pressing war nonstop da, über das gesamte Spiel, ne, und auch da muss man über das gesamte Spiel sagen, über die gesamte Saison auch schon, was ja auch so ein, ja, so eine Augenweide ist zum Angucken für uns und von uns vom VfB, eine Ballsicherheit, ein Selbstbewusstsein, es ist so wunderschön. Pegel von der Stimmung her, muss ich sagen, war auch lauter als gegen Dortmund, fand ich, am Anfang auf jeden Fall, also im Vergleich zum Pokalspiel, es waren wirklich auch alle auf Level, alle auf Pegel, alle hatten richtig Bock, also Stimmungsanspannung im positiven Sinne, sag ich mal, klar, zweite Halbzeit war ein bisschen weniger mal über Strecken, weil wenn du Fangesang anstimmst, dann kommt der nächste Chance, der nächste Angriff von Leverkusen, dann gehen automatisch immer Fangesang ein bisschen unter oder werden leise, aber eben die Leute aufs Spiel achten und gucken, oh fuck, was macht der Gegner hier, ist ja immer automatisch so, und dadurch war es ein bisschen ruhiger, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit, aber generell Pegel wieder top gewesen von der Stimmung her, wie gesagt, top reingekommen, Chancen gehabt, wie, ja, noch und nöcher, das Wagnermann-Ding da zum Beispiel, ein Gerassi, wo den Radetzky nochmal raushext, aber halt eben auch immer Gefahr durch Leverkusener Konter, natürlich auch mit da drin, ich glaube, der eine Pfostenschuss von Adli zum Beispiel und sowas, aber in Hülle und Fülle, ganz insgesamt, haben wir mehr Chancen gehabt als Leverkusen, das ist ganz klar, so 3-4 Top-Chancen, vielleicht jetzt so zu einer beispielsweise jetzt, auch da muss man sagen, ne, gilt für beide Seiten, gilt für den VfB, gilt für Leverkusen, beide merkst du halt das Selbstbewusstsein an, die haben über 90 Minuten eigentlich kurz hinten rausgespielt. Immer gab es Druck, beide Mannschaften hatten auch mal Fehler gemacht und quasi dann dadurch Chancen eben kreiert für den Gegner oder Möglichkeiten kreiert für den Gegner. War auch egal, so, oh, passiert halt mal, der nächste Pass kommt wieder an. Immer hinten rausgespielt, wirklich Selbstbewusstsein gestrotzt, diese Partie. Hat, ne, Top-Spiel drauf, Top-Spiel drin, hat absolut nichts vermissen lassen, dieses Spiel. Außer vielleicht ein bisschen höheres Ergebnis, ne, aber ob es jetzt ein 3-3 ist oder ein 1-1, ist am Ende auch eine Punkteteilung. Was natürlich auch ganz klar ist, man darf halt nicht so viele Chancen liegen lassen gegen Leverkusen. Hast du auch vor dem Spiel schon gewusst, hast du nach Dortmund schon quasi direkt gewusst, ey, ja, geil, weitergekommen, aber so viele Chancen darfst du gegen die nicht liegen lassen. Gegen die Bayern nächste Woche genauso wenig, da musst du die ein bisschen mehr nutzen. Das ist heute ein bisschen abhanden gekommen, weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, vor der Halbzeit kam natürlich die Belohnung, ne, das Führich-Tor, Wagmann schon vorbereitet, davor war es Undav, glaube ich, auch sehr schön, tolles Tor einfach, aber du musst halt schon höher führen. Du musst eigentlich schon 2-0 in die Halbzeitpause gehen, so. Ich glaube auch Alonso so gesagt nach dem Spiel, dass es besser in der ersten Halbzeit, die nur 1-0-Führung war, das war halt das Manko, du musst eigentlich schon mit 2-0 in Führung gehen, aber, ja, vielleicht kam es vielleicht gerade ein bisschen zu negativ rüber, deswegen hier auch nochmal ganz, ganz klar, oder nicht hochgelobt genug rüber, sage ich so. Es war unfassbar. Diese erste Halbzeit war unfassbar. Und das sind nicht Sprüche von VfB-Fans jetzt, aber online oft genug gelesen, es war ja quasi die beste Halbzeit von der Bundesliga-Mannschaft diese Saison. Und dann eben auch noch gegen Leverkusen, ne? Das darf auch nicht vergessen, ne? Gegen Leverkusen, gegen Tabellenführer, die Mannschaft der Stunde aktuell so. Es war eine unfassbare erste Halbzeit. Da bist du wirklich in der Halbzeitpause gesessen und hast gedacht, was gucke ich mir gerade hier an? Im positivsten Sinne, was ist es für eine Parallelwelt? So, wie ich glaube auch im Intro schon gesagt, welche Simulation bröckelt da gerade? Was war das für eine unfassbare erste Halbzeit? Einziges Manko halt, du musst halt nochmal höher führen. Also das habe ich gerade auch gerade nochmal angeschaut, die komplette erste Halbzeit nochmal, auf Genuss nochmal, unfassbar. So, dann kommt natürlich Leverkusen ordentlich gut rein in der zweiten Halbzeit, sofort das Gegentor, klar, kotzt an, aber es war auch schon vorm Spiel, klar, wenn du gegen Leverkusen was mitnehmen willst oder zum Beispiel mal gewinnen willst, musst du mindestens 2 machen, weil Leverkusen trifft im Normalfall immer. Und dann war es halt, ich habe es dann auch eigentlich positiv gesehen, generell auch in der zweiten Halbzeit nie Angst gehabt, sage ich mal, weil einfach mein Grundvertrauen in die Truppe zu groß ist, als irgendwie das Weltuntergangsstimmung zu machen, nur weil Leverkusen eben besser war in der zweiten Halbzeit, so, oder mehr Aktion hatte, mehr Druck gemacht halt, als wir. Aber keine Angst oder nichts gehabt oder sowas. Und es war eben auch dann ja schon recht früh in der zweiten Halbzeit, habe ich so ein bisschen als Positives fast rausgezogen. Weiter in Leverkusen sofort Chancen, gab es eine Pfostending, wieder einen Pfostenschuss, wo ich auch dachte, das Ding ist drin. So, wir haben immer wieder Fahnen im Gesicht oder in der vom Tor einfach so, Fahnen quasi im Weg, im Blickfeld. Deswegen auch da gar nicht sehen, wo der hingeht. Aber ich dachte eigentlich, ja gut, so wie der Richtung Pfosten geht, prallt er halt ins nächste Eck quasi rein vom Pfosten, ist absolut rausgeprallt. Also da waren schon
schon Dinger da, aber muss man auch nochmal sagen, Leverkusen hat die zweite Halbzeit definitiv gehört, ja, 100%, aber da waren jetzt keine Ahnung, der Pfostenschuss, klar, aber da habe ich nicht weitere 100%er im Kopf. Also ich fand im Halbzeitvergleich, weil man kann es ja fast in zwei Halbzeiten aufgleichen, ne, oder aus, ja, aufteilen, das wollte ich sagen. Erste für uns, zweite für Leverkusen, aber zweite war jetzt sehr viel andere in Leverkusen, natürlich besser Leverkusen gewesen als wir in der zweiten Halbzeit. Wir haben auch quasi keine Befreiung bekommen, wenig bis keine Befreiung bekommen. Nochmal irgendwie einen Abschluss gehabt, dann den nochmal eine Ecke gebracht hat gegen Spielende, da der vielleicht nochmal, ja, interessant war, den nochmal halten musste, der Radetzky. Aber es Leverkusen nicht die dicken 100% gehabt, also auf jeden Fall, würde ich mal sagen, in unserer Halbzeit, in der wir überlegener waren als Leverkusen, hatten wir auch mehr Torchancen oder Großchancen als Leverkusen in ihrer Halbzeit, sag ich mal. Also wir haben den auch einfach dann standgehalten. Wie gesagt, nicht groß viel entgegengebracht im Sinne von Gegenangriffe, Konter, wie auch immer. Auch da, weil ich es gerade angesprochen habe, wo es nochmal eine Ecke gab, also Ecken sind echt schwach. Also ich glaube, 8 Ecken waren es oder so und gefühlt keine so endgültig gefährlich. Auch da muss man sagen, ist halt Leverkusen, die haben auch große Hühner dabei, sich rumstehen. Gibt auch bestimmt einfache Teams, gegen die man Ecken schlagen kann. Da darf man auch nicht außen vor lassen, ist ja auch ganz klar. Aber ne, wir haben Stand gehalten. Wir haben Stand gehalten in Halbzeit 2, haben den Punkt geholt, 1:1. Klar, das direkte Gefühl danach, das direkte Gefühl nach Abpfiff, hatte ich auch kurz, nicht so lange, aber auch kurz, nach dem Motto, bah, schade, so, ne, weil im Stadion das Feeling, vorhin die erste Halbzeit angesprochen, die hat halt noch dick nachgewirkt. Und diese erste Halbzeit, du kannst schon 2-0 führen, das Ding kann schon quasi ein bisschen deutlicher in deine Richtung gehen. Und durch diese erste Halbzeit war eben mehr drin. Am Ende des Tages aber eben auch einfach mal ganz, ja, nüchtern auf das Zeug geschaut. Ich glaube, X-Goals-Werte sind quasi 1:1 oder halt quasi ausgeglichen, irgendwie 3,1, 3,1 jeweils, irgendwie sowas um den Dreh. Also auch da völlig leistungsgerecht in der zweiten Halbzeit. Der alte VfB hat sich vielleicht noch irgendeine Ecke gefangen zum 1:2. Wir haben den Stand gehalten nochmal, wie gesagt, eben nicht viel dagegen gesetzt. Hätte mir auch noch so ein Konter mehr, ein Gegenangriff mehr oder sowas gewünscht. Aber ist auch klar, dass du nicht so zwei Halbzeiten wie die erste Halbzeit gegen Leverkusen spielen kannst. Also normal, im Normalfall nicht, sonst sind wir halt echt wirklich Meisterschaftskandidat, wenn wir sowas könnten, sage ich mal, die erste Halbzeit nochmal genauso zu spielen in der zweiten nochmal. Ne? Deswegen ganz nüchtern gesagt, du hast einen Punkt geholt gegen Leverkusen, auch da nochmal drauf gucken, gegen wen haben die bisher Punkte gelassen, gegen wen? In München ein 2:2 geholt müsste es gewesen sein, gegen Dortmund, die aber halt gebunkert haben, das war ein anderes Unentschieden als gegen uns in Leverkusen, hätte Leverkusen auch noch deutlicher gewinnen müssen, also noch klarer war es da, dass die noch das entscheidende Tor hätten machen müssen, als jetzt bei uns war, sag ich mal, und halt gegen uns, ich glaube mehr nicht, den Rest müssen sie alles gewonnen haben, die drei Teams waren es, wo sie bisher Punkte liegen lassen haben, nur einen Punkt geholt haben, wie auch immer es formulieren will. Und das zeigt auch nochmal, was wir auch heute nochmal bestätigt haben, klar, die Saison ist noch unfassbar lang, und wie gesagt, wir wollen alle nicht abheben, aber Stand jetzt aktuell, wie gesagt, das spricht ja auch alles, ne, Expected Points, Statistiken, Pipapo, es entspricht dem natürlich auch alles, aber auch das wird nochmal gezeigt, den Punkt zu holen gegen Leverkusen nochmal gezeigt, wir stehen da zu 100% zu Recht gerade, genau richtig in der Top 4 in der Bundesliga, wenn man so will, in der Top 3 in der Bundesliga, und das ist crazy. Das ist weiterhin absolut unfassbar. Jetzt sind wir nicht vor den Bayern, wo wir jetzt nächste Woche nach München fahren, sind wir nicht vor den Bayern. Das hätten wir gepackt mit einem Sieg. Sind wir halt eben, glaube ich, einen Punkt hinter den Bayern oder so. Ne? Einer hinter denen oder zwei hinter denen, glaube ich, einen hinter denen. Auf jeden Fall auch das wird das nächste Wahnsinnsspiel. Wir haben es ja gesagt, die Riesenwochen jetzt, eine Dortmund-Pokal haben wir geschlagen und sogar locker geschlagen, sage ich mal, hochverdient geschlagen. Leverkusen, drehen wir es mal so, hochverdienten Punkt geholt, so. Und jetzt fährst du nach München nächste Woche, mal gucken, was da geht. Also, ne, wie wir diese Wahnsinnswochen da gerade auch meistern, ist auch unfassbar. Also wirklich nur Hochachtung vor diesem Team, nur Hochachtung vor dem Trainer, vom Trainerteam, vor der Mannschaft, vor den Fans, vor dem Gesamtgefüge. Ist unglaublich aktuell, ne? Und was natürlich auch noch gab, nach dem ersten Unentschieden, ne, auch das nochmal, erstes Unentschieden in der Saison bisher für uns, sonst immer Siege oder halt ein paar Niederlagen. Aber was natürlich auch noch gab und auch nochmal Leverkusen-Beteiligung, Pokalauslosung. War dann so gegen 7:30 rum, vielleicht ein bisschen später, also nach dem Spiel, nach der Heimreise quasi. Ja, und wir haben halt das Hammer losbekommen. Wir haben es dreckslos bekommen. Wir haben das dreckslos der nächsten Runde bekommen. Auswärts Leverkusen wirklich das, worauf du gar keinen Bock hast. Aber auch da muss man nochmal sagen, wenn du das Ding holen willst, den Pokal wirklich gewinnen willst, ne, nach Berlin willst,
da musst du halt auch Leverkusen schlagen. So simpel kann man es immer formulieren und so simpel ist es ja eigentlich auch. Trotzdem natürlich kann man erstmal genervt sein von dem Los, bin ich auch. Ist dann irgendwie, ja, auf, glaube ein Pokalspiel pro Tag quasi, also vier Termine Ende Januar, Anfang Februar gelegtes Leverkusen-Spiel, muss noch terminiert werden, aber in die Richtung geht's da. Muss man auch da nochmal sagen, letztes Jahr hatten wir ja auch einen recht einfachen Pokallauf bis zum Halbfinale, wo dann leider Schluss war gegen Frankfurt. Dieses Jahr komplettes Gegenteil. Klar, Balingen, okay, ne? Aber in der zweiten Runde schon Union zu bekommen, klar, auch die schlechtere Phase, aber trotzdem in der zweiten Runde schon Union, schon Bundesligisten zu bekommen, ist schon happig. Und jetzt eben auch dann direkt dritte Runde Borussia Dortmund, auch happig. Und jetzt Viertelfinale sofort Leverkusen. Also wenn wir das Ding holen am Ende oder jetzt mal weiterkommen erstmal gegen Leverkusen, wäre das schon wirklich ein unfassbarer Pokalrun. Und ey, unschlagbar sind die auch nicht, haben wir heute gesehen. Da geht was, klar, auswärts immer kacke, lieber nochmal zu Hause gegen Leverkusen, ist auch klar, generell immer lieber Heimspiel als irgendwas, aber fahren wir hin und gucken, was geht, ganz simpel, ne? Wir brauchen uns vor keinem zu verstecken, ein vorgezogenes Finale. Und auch da muss man sagen, wird auch sehr spannend, weil in der Phase ist auch noch der Afrika-Cup. Das heißt, bei uns fallen ja hier ja, 2-3 Leute weg. Ich glaube, der Asia-Cup müsste auch noch sein, gar nicht sicher. Also 2-3 Leute fallen weg. Bei Leverkusen, glaube ich, echt 4, 5, 6 Stück. Also da wird es echt deutliche Rotation geben. Und dann in dem Sinne, in der Menge an Leuten, trifft es, glaube ich, sogar Leverkusen noch mehr. Also die Frage, wie viel dann übrig bleiben, wie viel wir zurück sind und pipapo. Aber so von dem Ding drauf gucken, Afrika-Cup, da ist schon echt einiges, was da weg ist. Deswegen wird auch die Partie nochmal ein bisschen anders als jetzt die wir heute hatten. Ja, damit bin ich durch, glaube ich. Lang gelabert. Gerne wieder von euch jegliche Kommentare runter in jegliche Kommentare, jegliche Meinung in die Kommentare so rum. Gerne rein. Natürlich wieder vielen Dank an jeden, der mir Videos geschickt hat hier, um das Ding nochmal schön abzurunden und aufzuwerten, das Video. Nächste Woche Bayern. Es geht einfach weiter. Euphorie pur, Stimmung pur. Es ist unfassbar geil, was hier passiert. Danke fürs Zuschauen. Natürlich wie immer gerne auch kostenlos Like und Abo da lassen. Auch ganz klar Geschichte. Und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.